Heyo und herzlich willkommen zurück zu Metroid Prime 2 Echoes mit Chibi Let's Play. Wir haben nun eine neue Waffe, nämlich den Dark Beam. Allerdings hat die Munition die Eigenschaft, limitiert zu sein, weshalb ich dann doch lieber standardmäßig mit dem Power Beam rumlaufen werde, geschweige denn mit Missiles. Wobei, die sind ja auch limitiert. Na gut, die haben aber auch ordentlich Bums, von daher erklärt sich das irgendwie. Aber bei meinem Standard-Beam, ist quasi, ne, also wie beim Dark-Beam, wundert es mich ein bisschen, aber na gut. Gut, ja, hier haben wir zuletzt die dunkle Samus bekämpft. Ich habe aber wirklich das Gefühl, so im Nachhinein, dass wir sie nicht zum letzten Mal gesehen haben. Ach ja, das ging auch mit dunklem Beam, ne? Genau. Habe ich hier denn alles gescannt? Ja, genau. Hab ich von der anderen Seite aus. So. Und das Gute ist, mit dem Dark Beam können wir jetzt das Portal da drüben aktivieren, eröffnen. Aber ich erinnere mich, dass da drüben noch ein kleines Kämmerchen war, was ich zuerst noch erkunden möchte. Oh, hi. So. Schön, ohne Schaden vorbeigekommen. Jetzt frage ich mich, ob mein Glück hier bei den Laserschranken jetzt auch anhält. Ist vorsichtig, ganz vorsichtig. Ist ein bisschen abschüssig hier, aber. Ach, schön, sehr schön. Ohne einen Kratzer. Ach, schön. Und die Metroids sind frei. Ja, habe ich mir irgendwie schon gedacht, dass das irgendwann auch mal passieren wird. Ich meine, hey, auf Aquarium hätte ich persönlich auch keinen Bock. So, aber meine Energie brauche ich ehrlich gesagt selbst. Darum hau lieber ab. Es ist nur Notwehr, ne? Es soll jetzt, also ich will sie auch von ihrem Leid erlösen. So. Okay, haben leider nichts hinterlassen, was ich anschratschen kann, ansaugen kann. Na gut. So. Da haben wir das kleine Kämmerchen. In dem ein Missile-Container auf uns wartet. Yay! Schön. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Haben wir jetzt 35 insgesamt. Gibt es da noch irgendwas zu scannen? Nö. Okay, gut. Alles klar. So. Das sind ja normale Kisten, ne? In der Hoffnung, dass jetzt da nicht auch noch die Metroids rausspringen, versuche ich hier mal so ein bisschen was zu sammeln. Ja, immerhin 15 Schuss, das ist doch schön. Okay. Oh nein, die Selbstschussanlagen sind natürlich auch wieder nachgewachsen, ist klar. Ich bin ja schon weg. Mann. Okay. Da ist er. Ist das ein neuer? Piraten Grenadier. Auf Kampfführung mit granatenspezialisierter Weltraumpirat. Leistungsfähige Granatenwerfer machen diesen Gegner in Entfernung gefährlich. Auf Gefährdung, auf Entfernung gefährlich. Aber sehr schwach im Nahkampf. Ja. Nun gut, du kriegst jetzt trotzdem ein bisschen Bums hinter die Ohren. Hinterlässt natürlich nichts, ist klar. Die Musik hält weiter an. Ach, da oben, da oben. Da oben, ich kann ihn noch gar nicht anvisieren. So weit oben ist der. Nun gut. So, jetzt habe ich aber nichts vergessen, ne, wo ich noch hingehen wollte. Ich meine, da ist eine Eistür, die zu dem Korridor führt. Und das da ist grün, interessanterweise. Ich weiß nicht, was genau dafür nötig sein wird. Und hier sind wir in einem ganz anderen Abschnitt. War ich da noch gar nicht? Förderhof? Ach,
Ach, da kam ich gar nicht hin, ne? Es war ein bisschen hoch. Genau, da war das Kartenterminal und ach ja, da war so ein Gitter vor der Tür, ne? Deswegen kam ich da noch nicht hin. Aber da eine schwarze Tür ist, werden wir schon irgendwie da hinkommen. Zu späterem Zeitpunkt, ne? Erstmal schauen wir uns hier das Ganze nochmal an. Das Spalttor ist deaktiviert. Das Portal lässt sich mittels dunkler Energie aufladen. Ja gut, machen wir das halt einfach, ne? So, das sieht doch jetzt schon wieder ganz anders aus. Dieses Portal ist aktiv. Durch Betreten des Portals gelangt man zum dunklen Äther. Nach erfolgtem Dimensionssprung wird äußerste Vorsicht empfohlen. Ja, wegen Atmosphäre und bla kann ich das sehr gut verstehen. Nun gut. Ich habe jetzt nichts vergessen hier, ne? Können ja sein, ne? Vielleicht brennt der Ofen noch, aber. Hä? Ist deaktiviert. Ach geil, auch noch auf kurze Zeit, ist klar. Na gut, dann beeilen wir uns. Ne? Ja, gut. Hier sieht es doch schon wieder entzückend aus. Für ihn war die äußerste Vorsicht irgendwie etwas Nebensächliches. Rückgrat des Objektes wurde durch Aufprall mit hoher Geschwindigkeit zertrümmert. Durch die Attacke wurde das Objekt schwer entstellt und geschwächt. Die folgenden Attacken haben schließlich zum Tode geführt. Ja, obwohl der Rückgratbruch wahrscheinlich jetzt auch nicht so von Pappe für ihn war. Objekt weist vielfache Panzerungsschäden auf. Körper wurde der lokalen Atmosphäre ausgesetzt. Der daraus resultierende Schock hat zum mehrfachen Organversagen und schließlich zum Tod geführt. Und da haben wir Fason. Flüssiges Erz mit mutagenen Eigenschaften. Genaue Herkunft von Fason unbekannt. Erste Entdeckung des Elements auf dem Planeten Talon 4. Von Weltraumpiraten zur Herstellung enormer Energiemengen verwendet. Oh, wer ist das da? Ist das ein Bomber? Dunkler Preach. Von Finsterling besessener, gasgefüllter Cyborg. Finsterling steigert Widerstandskraft des Objekts. Zerstörung der Außenhülle setzt hochgiftige Wolken frei. Und da drüben ist noch was. Oh, könnte das sogar einer von den Schlüsseln sein? Entweder das oder ein Goodie für einen Morphball. Gut, ich müsste irgendwie hochkommen. Erstmal gehe ich da hinten rüber. Echte Atmosphäre. Oh, ist das ein, warte, nicht das da. Das da. Das ist doch ein Kristall, oder nicht? Fremdtechnologie. Entladener Kristall. Schützendes Lichtenergiefeld deaktiviert. Wenn Kristall von dunkler Energie umschlossen werden, sind sie für einen begrenzten Zeitraum funktionsuntüchtig. Moment, dann aktivieren wir den ganz einfach, ne? Sollte doch gehen, oder? Ich müsste ihn nur treffen. So. Okay. Und da wabert schon wieder der nächste Kontrahent. Wieso treffe ich jetzt momentan eigentlich so schlecht? Wo ist er? Das ist auf jeden Fall der Bomber. Hat doch gerade hier so rumgewabert. Da haben wir Energie. Heißt sich eigentlich immer herzlich willkommen. Komm mal her. So. Und da drüben liegt der nächste Pirat. Bioscan abgeschlossen. Objekt wurde offenbar von der eigenen Streitkraft eliminiert. Anzeichen eines parasitären Befalls vorhanden. Objekt hat möglicherweise gegen seinen Willen die eigene Truppe attackiert. Sicher, dass es nicht Meuterei war? Was haben wir denn da für einen Zipfel? Objektanalyse abgeschlossen. Dieses Standbild verbirgt eine luminosische Vorrichtung. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das so be betonen soll. Luminosisch. Äußerste Hülle der Statue besteht aus Schwefelstein. Eine Detonation könnte zu ihrer Beschädigung oder Zerstörung führen.
Was dahinter? Was ist dahinter? Fremdtechnologie. Hella Habkristall. Mit Waffen aufzuladen, die auf dunkle Energie basieren. Die Transporterplattform der Luminos senkt sich, nachdem der Kristall mit Waffentechnologie aufgeladen wurde, die auf dunkle Energie basiert. Okay. Sie waren doch erfinderisch. Aber hey, jetzt werde ich da hochspringen können. Das ist doch schon mal schön. Weil ich meine, da ist eine Eistür, da komme ich eh nicht hin. So. Es ist ein Schlüssel. Cool. Cool, cool, cool. Komme ich da jetzt auch mit einem Doppelsprung hin? Ja, schön. Damit haben wir schon den zweiten von dreien. So. Und hier könnte ich auch direkt weiter. Weil da geht's auch weiter. Ja, aber jetzt sind wir schon hier, ne? Zur Not kann ich immer wieder zurück. Ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Hi! Ja, hi! Ja, hi! Nadja! Willst du spielen? Oder sterben? Kannst du beides haben. Da war noch einer, oder? Jo, hi! Gehen wir mal vom Visier weg. Hey! Hey, Sphäre! Ach, okay. Ich komme hier gar nicht weiter. Ich merke gerade, da ist eine Eistür. Oder was auch immer. Ist doch eine Eistür, oder? Ich meine, sie ist weiß. Empfiehlt sich helle Energie. Helle Energie. Okay, wenn wir einen Dark Beam haben, brauchen wir logischerweise auch etwas, was hell ist, ne? Ich meine, gut, der Power Beam ist ja eigentlich schon dafür ganz gut. Aber anscheinend ist das noch nicht das Ultimatum. So. Ah, Energie. Ah. So, wieder wechseln. Und wieder wechseln. Ja, ich finde es auch anstrengend, aber ich möchte halt meine Muni nicht komplett verbraten. Hier wabert es schon auch schön. Ich meine, ich habe jetzt auch noch keinen Hotspot gefunden, wo ich die dunkle Materie oder was auch immer für den Beam wieder finden kann. Den hat es auch zerfetzt. Ja. Bleib schön, wo du bist. Und vor allem bleib außerhalb meiner Sphäre. Das ist mein Platz. Mein Platz. So. Okay, dann hat es zerfetzt. Sehr schön. Gut, kommen wir mal zu dir. Auch wenn ich eigentlich nicht deinen Schritt abscannen wollte. Objekt erlitt Befall durch Parasiten, als es zum Herzversagen kam. Der massive Schock für das Biosystem führte zum Tod des Objekts sowie des Parasiten. Ja, oder es könnte sein, weil du zu viel am Fasern genascht hast. Ihr seid doch bekloppt. Ja, wir haben ein kleines Parasitenproblem, ne? Das ist jetzt schon der zweite, wenn nicht sogar dritte, vierte, fünfte Fall gewesen. So, willst du erst Streit? So, das sind die Dinger schon wieder. Da drüben scheint nicht weiterzukommen. Was ist denn da? Okay. Oase der Dunkelheit nennt sich dieser Raum. Sieht eigentlich nicht so ganz danach aus. Dann mal wieder die helle Tür. Gut, dann nehmen wir den anderen Weg. Aua! Seid doch nicht immer so gemein zu mir. Moment. Hi. Brustpanzer des Objekts wurde durch mehrere energetische Treffer beschädigt und danach von einer scharfen Waffe durchbohrt. Objekt verendete infolgedessen. Spalttor deaktiviert.
Wir können hier wieder ein Portal haben. Bäh, was, was, was? Auch schon wieder so ein Glubschi aus der Wand. Hier schon. So. Ich schaue mich hier erstmal ein bisschen um, bevor ich einfach in das nächste Portal reinspringe. Ich habe auch das Gefühl, das wird noch ein bisschen anstrengend mit dem vielen Portal hin und her gehopse. Strukturelle Analyse abgeschlossen. Objekt beinhaltet mehrere Antriebseinheiten. Es scheint Bestandteil eines Transportersystems zu sein. Okay, kann ich es jetzt wegbomben oder nicht? Das ist meine Frage. Erstmal mache ich die Dinger hier platt. So. Ist doch ein bisschen im Weg oder wie? Oder? Ah, da oben ist ein Nupsi, ne? Warte mal. Die muss ich jetzt mal wieder dunkel machen? Okay. Wohin, wohin, wohin? Wohin, wohin, wohin? Dahin. Und das ist eine Missile-Tür? 40 von Missiles, genau. Ja, die sehen ja ein bisschen anders aus. Ne? Deswegen, ich hatte schon wieder an das Design von Teil 1 gedacht. Hier ist ein Speicherpunkt, das ist schön. Allerdings, ja, hier würde ich lieber erstmal aufräumen. Brustpanzer des Objekts wurde durch mehrere energetische Treffer beschädigt und danach von einer scharfen Waffe durchbohrt. Objekt veränderte infolgedessen. Das ist derselbe Text wie bei der letzten Leiche. Objekt hat eine Reihe schwerer Verbrennungen, die durch Fasernbestrahlen verursacht wurde. Schockwirkung dieser Verwundung hat zum Tode geführt. Hey, ich sag doch, die naschen von dem Zeug. Idioten. Was sagt die Uhr eigentlich? Noch ein Minütchen. Ja gut. Dann mache ich jetzt eine kleine Pause und im nächsten Part geht es dann direkt weiter. Ich hoffe, diese Sphäre schirmt auch den Verwesungsgestank ab. Naja, mein Lieben, danke fürs Zusehen. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein und bis dann. Tschibi-tschüss!